Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ich bin CoalP100, der mit der Zahl hinten dran. Herzlich willkommen zurück zu Watch Dogs. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Irak ist tot. Erstmals riesengroßer Spoiler für die, die den letzten Part nicht geguckt haben. Wir haben ihn erschossen. Es war ein Gefecht nicht von schlechten Eltern. Wir haben seinen Hochhauskomplex gestürmt und sind siegreich aus dem Ganzen hervorgegangen, nachdem wir aber leider dreimal gestorben sind. Zum Glück sind wir eine Katze. Was wir heute machen ist, wir folgen der Hauptmission weiter und die führt uns hierhin zu unserem Hauptversteck. Deswegen machen wir eine kurze Schnellreise und dann gucken wir mal, was wir denn so vorhaben. Damien hat ja bereits angerufen und hat gesagt, er möchte die Daten, die wir da gekriegt haben, von uns haben. Deswegen kriegt er die Daten, die wir da besorgt haben von uns. Da klopft einer an, weil wir haben keine andere Wahl, weil der hat verdammt nochmal unsere Sister. Und unsere Sister, die ist wichtig, ja. Betreten Sie den Bunker und analysieren Sie Irax Daten. Das machen wir jetzt natürlich erstmal. Wir wollen ja auch wissen, was wir uns da geholt haben im Schweiße unseres Angesichts. Na gut. So, runter hier, Treppchen. Und ab geht's. Hallo, ihr zwei. Alright, let's do this. Hey, see this? Nice work. There's so much, Aiden. Hm? Yeah, we just gotta sift through this stuff and find a name. Yeah, well, you're in luck. Because this mess has a shitload of names. And every one of them tied to some crooked deal. Dirty cops, the club, greedy moguls, even your stand-up do-gooders. Irak was planning to blackmail the whole city. Mm-hmm. Hey, what's this? Is this off the server? Oh, hell! Somebody's trying to hack in! We'll lose everything! Shut him out! Now! What do we do? Follow that signal back. If we can find the source, was? Wer schafft sich denn bei uns reinzuhacken? Oh crap. What? Alter, das sind doch diese kleinen Pisser hier, oder? So. Oh, come on, man. It's some malware strain. Ja, bin ich da. Bam. Oh crap. Oh. Ja. I can't lock him out. Bin ich dabei. Huh. Wow. Und zack. Ach du Kacke, Mann. Up und up und up und up und Alter, scheiße, der blockiert. Danke. What? There. Who is that? Er sitzt denn vor seinem eigenen Rechner und hat eine Maske auf. I know what you've done, Clara. I don't know. May I play? It wasn't too difficult to find them. Two men. One's a hacker, the other a fixer, as far as I could tell. Never heard of them before. I can't explain. I wanted to tell you. Nice work. Names, please. Are you planning to hurt them? When has that ever bothered you? I trust the amount is satisfactory. Oh, crap. Damien Brinks and Aiden Pierce. Aiden? Someone's knocking. Clara. Aiden, he's trying to delete our ship. We're gonna have to shut him out fast. Aiden, come on! Gird your loins, I'm killing the power! Aiden. Who was it? Who ordered it? If I knew, I'd tell you. I swear I would. I'm so sorry. Get away from me. Scheiß Betrügerin. Überpowered. Can you trace it? Yeah. I'm on it. Son of a bitch, come on, man. Come on! Damn it!
Where are you going? That smartass just hit us with one hell of a virus. He copied everything we had and wiped it from our systems. He knew exactly how to shut us down. I gotta go reboot the backup tower. Without it, no default. No default, no data. I'll go. No. I'll go. I don't mind getting my hands dirty, man. You know what, Aiden? You're gonna have to stall Damien just a little while longer. I can handle Damien. I'll call you when I'm done. Good luck, amigo. Rat Boy just made it personal. Oh damn, ein kleiner Hacker aus seinem Nerdstübchen hat uns auflaufen lassen. Und Clara ist eine Betrügerin, war eine Betrügerin. Ich schätze, jetzt hätte sie das Ganze anders gemacht, aber... Whatever game he's playing, this default, he's putting Nikki's life at risk. He picked the wrong time to piss me off. Right now, I gotta stall Damien. Oh ja, wir müssen jetzt erstmal Damien aufhalten, während T-Bone da seinen Auftrag erledigt. Scheiße. Rufe mal irgendjemanden an. One minute you call me with promises, then nothing? Not a peep? This time, we're gonna meet. In person. How old fashioned. Do you have something for me? We'll talk. Oh, Aiden. In that case, I pick the place. Okay, und wo willst du gerne hin? Ah, scheiße, unser Team zerbröckelt und T-Bone, der neueste von uns, scheint plötzlich der zu sein, dem wir am meisten vertrauen können. Also wie gesagt, ich glaube, dass wir Clara schon weiterhin vertrauen können. Das waren Aktionen, da kannte sie uns halt noch nicht. Dieser typische Story-Twist, wo die zwei, die sich eigentlich gefunden haben, nochmal auseinandergebracht werden aufgrund alter Missverständnisse. Aber gut, wir schauen mal, wie wir das Ganze lösen. Bevor ich hier ins Auto einsteige, würde ich aber sagen, werden wir uns doch einfach mal in die Nähe unserer... Na bravo, das geht ja hervorragend. Die Nähe unseres neuen Questziels begeben. Wir wollen keine Zeit verlieren, wir wollen sehen, wie es hier weitergeht. Die Ereignisse spitzen sich zu und es ist immer noch sehr aufregend, wer ist dieser Typ, der das letzten Endes alles angeordnet hat? Wer war's? Wer hat sowohl mit Clara Kontakt gehabt, wer hat Maurice auf uns angehetzt? Wer ist es? Ist es der Bürgermeister selbst? Ist es die NSA? Ist es vielleicht Default? Wer weiß es? Wer weiß es? Niemand weiß es. Und ich möchte einfach nur ein Auto. Warum parken hier keine Autos an der Seite? Warum ist nur Verkehr? Was ist denn hier jetzt los? Kinder, ich will ein Auto haben. Miep, miep. Also es hat mir auf jeden Fall jetzt gut gefallen, dieser Twist. Obwohl ich mich halt wirklich frage, warum dieser Default eine Maske auf hat. Warum hat der eine Maske auf? Dammit. Und warum liegt da Stroh? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Auto gefunden. So. Mach mal kurz mein Kärtchen auf. Und reserviere mir meine Zielmarkierung. Wir sind wieder ganz in der Nähe des Merlot. Hier ist es. Und wir treffen uns mit Damien. Er wollte es ja. So, lass mal die mal hier Autounfall sein. Der ADAC kommt schon. Gelben Engel. Die Statistik fälschenden gelben Engel. Okay, ich brauche nur mal kurz den Fokus, um mich zu orientieren. Und nochmal. Und nochmal. Ah! Ist dann aber auch mit der Lenkung manchmal nicht reagiert, wenn man aus diesem extremen Fokus rausgeht, ne? Unglaublich. So, oh Mann, ich freue mich schon, Kinder, ich freue mich schon. Die Story nimmt Fahrt auf. Irak musste erst dafür sterben, dass hier mal was Richtiges passiert, wo man sich für interessiert. Nein, das klang jetzt ein bisschen extrem. Das ganze Spiel, wie gesagt, ich mag's. Die Story hätte mehr Potenzial gehabt in ihrem ganzen, dass man involved ist, wisst ihr? Dass man sich in die ganzen Charaktere reinversetzt. Dafür sind sie einfach nicht gut genug gezeichnet. Das macht dann ein GTA schon etwas besser. Aber ich finde es gut, dass die Story durchzieht, dass sie sich ernst nimmt. Sie ist von Anfang bis Ende durchdacht. Es wirkt nichts, als wäre es hinzugedichtet. Na klar, merkt man schon, dass um so noch ein paar Missionen zu erzeugen, auch hin und wieder einfach mal Probleme erdichtet werden. Beziehungsweise dieses typische, oh, nicht das auch noch. Wisst ihr, dieses typische, wir müssten eigentlich nur von A nach B und plötzlich bricht bei C die Straße ein. So ein Zeug halt. Naja, gut, jetzt sind wir schon da. Ich setze mich hier mal kurz hin, steige aus, muss niesen. Tut mir sehr leid. Hi, vielleicht habe ich es rausgeschnitten. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich denke an so einen Scheiß immer nicht. Nee. So, wir sind da. Mission. Ich will... Hier ist die Mission. Ich will dich sehen. Akt 4. Ich will dich sehen. Ich habe keine Daten. Damien wird wissen, wenn er mich sieht. Maybe I can make that work for me.
He told Bloom he'd deliver what we found, including the blackmail Iraq has on them. Yeah, he's painted himself into a corner. Stimmt. Vielleicht können wir Damien jetzt langsam das Handwerk legen. Langsam aber sicher. You didn't bring my data, I didn't bring your sister. We're so predictable. We made a deal with Bloom. Where did you hear that? You have a problem, Damien. See, that deal hinges on the hard drive. What are you gonna tell them if I give you nothing? You're forgetting something. Your sister lives or dies in a phone call. Then kill her. You almost had me, Aiden. You're not thinking it through, Damien. That deal has sealed your fate. If you kill Nikki, you get nothing from me. You think Bloom is gonna give you a pass? They're gonna send fixers to hunt you down. So right now, I'm the one who decides your fate. Get my sister on the phone. We really are partners, Aiden. Like it or not, we need each other. Aiden? You okay? Are you all right? I'm scared. Please tell me that Jackson is safe. Yeah, he's okay. Look, Nikki, I'm... I know. Please, don't let them... You know something, Aiden? I'm tired of you not taking me seriously. Next time I see you, if you don't have my data, she's dead. Oh, shit. Scheiße. Und er hat uns abgelenkt, der Vollgreich. Wir müssen hier weg. Sie verlassen das Missionsgebiet. Was? Ach, scheiße! Ah, tut mir leid, das war so geil inszeniert jetzt alles. Da hätte ich vielleicht ein bisschen den Flow wahren müssen und nicht einfach... Ich habe gedacht, ich muss abhauen. Tut mir leid. Ich habe gedacht, jetzt geht gleich der monströse Scan los und alle verpfeifen mich und so. Ah, Mist. Aber er hat jetzt irgendwas gesagt. There. Irgendwas mit Van. Irgendwo vielleicht ein Van, der mich so hinschaltet? Shit, better not hang around. It's him. The vigilante. There. It's Paul. Hey, that looks like the guy on TV. Looking for him on the news. Do not approach the suspect. He is considered on the case. Holy shit, that's him. Wo ist es? Wo ist es? Looking for that guy. He's attacking these billboards from somewhere. Wo? There. WKZ van. We gotta shut it down. Shit, shit. WKZ van? Wo? Oh, 250 Meter. Da muss ich hinrennen, da muss ich hinrennen. Oh Gott, bitte ruft keine Polizei, bitte ruft keine Polizei, bitte keine Polizei rufen. Ihr seht mich nicht, ich bin weg. Wop, wop, wop. Okay, 180 Meter, schaffen wir das zu Fuß. Scheiße, scheiße, scheiße. Kriegen wir hin. Nicht da dagegen laufen. Okay. Kommt schon, es ist nicht weit. Wir kriegen das hin. Damit, das ist geil gemacht. Die Zwischensequenz auch gerade, dieser Dialog zwischen den beiden war gut inszeniert mit den Kamerafahrten und so. Also in dem Spiel steckt Budget, das sieht man immer und immer und immer wieder. Ich mag es einfach. Es ist, man kann dem Spiel einfach nicht vorwerfen. Es hat halt gewisse Sachen und andere Sachen hat es wieder nicht, ne? So ist es halt. Scheiße, der Scheiß. You got nothing to show me. Wrong again. You know those fancy tricks you do with CTOS? I've been watching and learning. Want to see what I can do? This is what a deal with the devil gets me. Ich verliere das Auto nicht. Ich verliere das scheiß Auto nicht. Oh, Gott sei Dank, Mann. Tut mir leid, ich kann keine Rücksicht auf euch nehmen. Don't let them catch you, my boy. That wouldn't be good for sis now, would it?
Scheiße, Polizeiscan. Scheiße, Polizeiscan. Damn it! Okay, komm her, du Scheiß. Alter, ihr wollt mich ablenken, ne? Mit zwei Wagen oder was? Komm schon, komm schon. Die nächste Ampelkreuzung ist ein Ende. Mein Reifen ist kaputt. Ich kann nicht richtig fahren. Oh Gott, lasst mich zu dem Scheißer. Alter! Mein Auto fährt nicht mehr. Alter, wirklich. Alter, die haben es geschafft, mein Auto zu zerstören. Ich werde bekloppt. Ich werde so bekloppt. Liebe Freunde virtueller Zeitverschwendung, ein spannender Moment. Ich würde sagen, wir warten bis zum nächsten Mal, bis wir dieses Problem lösen. Damien hat uns im Sack, aber wir haben ihn im Säcker. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.